Kryarthrose ist ein beginnender Verschleißprozess des Kniegelenkes, der zu unterscheiden ist von einem fortgeschrittenen Verschleiß, sprich der Arthrose. Und das sind Patienten, wo man noch nicht über ein künstliches Gelenk nachdenkt, weil die Patienten häufig jung sind und die aber trotzdem Beschwerden haben. Schmerzen, Schwellungsneigung, Fetterfühligkeit. Und diese Patienten haben möglicherweise Risikofaktoren, die man behandeln kann. Risikofaktoren sind Dinge, die die mechanische Belastung des Kniegelenkes ungewöhnlich erhöhen. Das kann zum Beispiel eine X- oder O-Beinachse sein, das kann eine Bandinstabilität oder eine Verletzung des Meniskus sein oder das kann auch ein lokal umschriebener Knorpeldefekt sein. Neben der konservativen Behandlung gibt es unterschiedliche operative Möglichkeiten, wo all die angesprochenen Risikofaktoren auch entsprechend adressiert werden können. Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit, ein O-Bein zu begradigen und damit die Lastverteilung im Kniegelenk so zu gestalten, dass der Verschleißprozess entschleunigt wird. Genauso kann man Bandinstabilitäten mit Bandersatzoperationen oder Stabilisierungsoperationen adressieren. Man kann den Meniskus nähen und es gibt für die lokalen Knorpelschäden knorpelregenerative Therapien, um ein Ersatzregenerat im Knorpeldefekt zu generieren, was biomechanisch den Kräften im Kniegelenk besser standhält.